Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Legends of Isenwald. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen angefressen, weil das Spiel eben schon wieder mehrmals abgestürzt ist. Aber gut, was soll man machen? Bringt ja alles nix. Ich habe mir gerade überlegt, also wir haben hier ja noch Our Vassals from the East Banks are at war, also hier. Und wir müssen es irgendwie schaffen, die Leute zu befrieden. Deswegen gehe ich da jetzt mal rüber. Was bist du denn für einer? Bleib stehen! Ich will dich töten. So. Genau, jetzt versuchen wir die halt irgendwie mal zu befrieden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Blut vergießen. Genau, zu den Abstürzen gerade. Das mache ich jetzt einfach während des Kampfes, was ich da erzählen will. Also ich habe mir überlegt, ich werde meinen Upload-Plan etwas ändern. Und zwar zu Ungunsten von Legends of Isenwald. Also im momentan habe ich ja quasi jeden Tag eine Folge rausgebracht. Aber das ist mir, glaube ich, in nächster Zeit einfach nicht mehr möglich, weil ich hatte letztens schon mal aufgenommen und das ist so oft abgestürzt, dass ich quasi gar keine großartige Ausbeute da hatte. Das hatte ich ja, glaube ich, auch, hatte ich ja auch erwähnt, dass es total scheiße läuft. Und ich habe da so viel Arbeit mit den ganzen Rotz dann zu schneiden, dass ihr das auch nicht merkt. Also ich denke mal, es hat bisher noch keiner gemerkt, dass ich sehr, 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 sehr viel schneiden musste an dem Let's Play. Das war eigentlich alles sehr gut zu verstecken. Und ich brauche ungefähr für eine Stunde Aufnahme, brauche ich nochmal eine Stunde Nachbearbeitung. Und die kann ich mir zeitlich momentan schlicht und ergreifend nicht leisten. Deswegen werde ich den Upload-Plan etwas umschmeißen und nur noch alle 2 Tage Legends of Isenwald machen. Das tut mir sehr leid für die Leute, die Legends of Isenwald mögen. Stattdessen werde ich dann jeden Tag eine Folge Chivalry Deadliest Warrior hochladen. Das ist nämlich wesentlich verarbeitungsfreundlicher und aufnahmefreundlicher. Das stützt nämlich einfach gar nicht ab. Und ist auch sehr, sehr gut zu verarbeiten, zu schneiden und. Ich hoffe inständig, dass Legend of Isenwald bald mal so weit fertig ist oder so weit gepatcht wird, dass es absolut stabil läuft. Weil so wie es momentan ist, ist es für mich schlicht und ergreifend unspielbar. Also was heißt unspielbar? Klar, ich kann es spielen, sieht man ja gerade. Aber der Aufwand, den ich dafür betreiben muss, ist einfach, ich sag mal, überproportional hoch. So, jetzt mal kurz. Wir sind wieder aufgestiegen mit einem von. Also ich gucke jetzt einfach immer, wo will ich hin mit unserer Flitzepiepe. Hier haben wir einen Sergeant der Wache, der kämpft mit einem Speer. Grenadier Sergeant mit einer Axt und Schild und der. Moment. Und der kämpft mit einer Pike, also ein Pikenier haben wir hier. Was kann der denn für eine. Ah, der kann Counter-Attack, sehr schön. Ne, das können die aber alle. Wo gehe ich denn da jetzt hin am besten? In welche Richtung? Lebenspunkte haben die alle gleich. Attacke ist der hier am besten, der Grenadier. Ne, Moment. Ich meine nicht Attacke. Verteidigung. Der macht dafür ordentlich Schaden, aber richtig 53. Die anderen können da. Wobei, der hier kann auch ganz gut mithalten. Ich glaube, der gute Mann hier, der Pikenier, ist ein gutes Mittelding. Deswegen werden wir jetzt da mal hingehen. Der eiert jetzt mit einer Axt rum, das heißt, ich kann mein Speer nicht mehr benutzen. Schade. Können wir dir vielleicht eine schöne Kettenhaube noch verpassen? Die ist ein bisschen besser als dein
blöder Standardhelm. So, genau. Dann gehen wir einfach doch gleich in dieses Dorf rein und machen hier ein bisschen Rabatz. Ach, hier ein paar Landstreicher. Naja, aber nochmal, um das hier kurz zu Ende zu führen mit Legends of Eisenwald. Ich werde das weitermachen, keine Angst. Aber es wird weniger werden und ich verspreche, wenn es denn dann irgendwann mal richtig stabil läuft, werde ich das richtig, richtig durchziehen. Da braucht ihr also keine Angst zu haben. Eure Portion Eisenwald werdet ihr bekommen. Und ich glaube, es wird dann auch wesentlich interessanter werden. Also, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Das Spiel hat so viel Potenzial und ich denke, das wird es auch in Zukunft nutzen. Ja, deswegen, das wollte ich jetzt mal loswerden. Chivalry, das wird sogar auch noch mehr geguckt. Das ist dann sogar ein kleiner Vorteil noch für mich, aber das ist jetzt nicht irgendwie der Hauptgrund oder so. Also da bitte nichts Falsches denken, dass ich da irgendwie nur nach Klicks geier. Es ist einfach momentan der Aufwand, den ich da reinstecken muss. Und wie ihr wisst, ich arbeite ja momentan Vollzeit. Ich komme abends erst um 8 nach Hause. Dann muss ich auch noch was essen und ich habe ja auch noch eine Freundin, die will ja auch noch etwas Zeit mit mir verbringen. Ich weiß, ihr seid super verständnisvoll, deswegen habe ich da gar keine Angst, dass ihr mir da böse seid. Und vielleicht kommt dann irgendwie auch zur Abwechslung dann mal... Warum kämpfen wir denn jetzt schon wieder? Hä? Irgendwie habe ich doch gerade gekämpft. Was ist da los? Also vielleicht kommt dann zur Abwechslung auch alle zwei Tage mal was anderes. Also ich habe ja vor geraumer Zeit quasi so ein Let's Steam angefangen. Das erste Mal hatte ich das mit Faster Than Light gemacht. Da wird jetzt auch demnächst, denke ich, dann mal noch eine Folge kommen. Das möchte ich nicht einschlafen lassen oder so. Und das quasi als kleiner Ausgleich dafür, dass Eisenwald halt nicht mehr so häufig kommt. Also, ich glaube, Moment, heute haben wir den 29. Die Tage. Oder morgen. Morgen? Ich weiß nicht. Morgen kommt dann, glaube ich, auch Battlefield 4. Ich hadere ja immer noch ein bisschen damit, ob ich es mir kaufen soll oder nicht. Aber ich bin ja großer Battlefield-Fan und deswegen werde ich es wahrscheinlich trotzdem kaufen, auch wenn es gar nicht so ein Improvement im Gegensatz zu Battlefield 3 ist, aber ich bin zu sehr Fan, als dass ich da Nein sagen könnte. Und das kann man dann ja auch regelmäßig mal dazwischen schieben. Also ihr werdet eure Videos am Tag bekommen. Und schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Sage ich ja immer gerne. Aber es ist wirklich so. Ich freue mich da immer sehr, wenn ihr zuschaut. Und ja, genau. Ich glaube, das war jetzt auch genug ausgetreten, dieses Thema. So, wo sind wir denn hier? Hier ist niemand. Ich speichere mal kurz. So. Gespeichert. Hier war ja, glaube ich, das Lager von den bösen Buben in der letzten Folge. Wo können wir denn hier noch hinlaufen? Wo sind wir? Hier. Gehen wir mal zu diesem Ort da. Oder hier gibt es noch eine Kirche. Können wir uns da kurz mal heilen? Das brauchen wir eigentlich nicht, aber wir können mal unseren Scheiß verkaufen. Hier die Trophies, die braucht kein Mensch. Oh, wir haben jede Menge Ringe und so ein Krempel. Die müssen wir gleich mal verteilen. So richtig tolle Sachen gibt es hier nicht. Ich verteile mal kurz unsere Sachen. Also. Der hat schon Anhänger. Genug. Hier unser Adeliger, der kriegt noch was. Der hat schon ganz schön viel Lebensenergie, aber der könnte noch ein bisschen mehr Schaden machen, finde ich. Und er hält nichts aus. Der...
Er hat ein wenig Lebensenergie. Der hier hat relativ wenig Lebensenergie. Der kriegt mal zwei davon. Und die brauchen Mana. Der hier kriegt noch das. So. Goodies verteilt. Morgen oder heute. Heute guckt ihr ja quasi diese Folge. Kommt dann auch endlich mal eine neue Grafikkarte und ich bin mal gespannt, was die so robben kann. Ach, das haben wir schon erobert, oder was? Oh, das sind ja alles voll die Langweiler. Was Gescheites zum Kaufen gibt es ja auch nicht. Genau, Grafikkarte. Da bin ich mal gespannt. Also die robbt ja alles weg in den Benchmarks. Obwohl die ziemlich billig ist. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Hier oben können wir, glaube ich, nichts. Da kommen wir ja nicht durch. Nee, bringt ja nichts. Ja, ja, du musst da nicht mal reingehen. Ich wollte mir zwar eigentlich keine ATI mehr kaufen, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach zu krass. Da musste ich zuschlagen. Zumal es ein Sonderangebot war. Oh, hier. Oh, da ist jemand. Kann man da kämpfen? Bleib stehen. Ne, mit dem sind wir befreundet, glaube ich. Ist hier jemand zu Hause? Auch nicht. Hm. Was machen wir denn jetzt hier auf der Seite des Flusses noch? Können wir gar nichts gerade machen. Na gut, gehen wir halt wieder rüber. Oder ist hier noch einer? Nein. Irgendjemand möchte ich doch mal reden. Warum möchte denn keiner mit mir reden? Hier, du. Nein! Ach, das war Berthold, stimmt. Hier, das können wir aber machen. Help Berthold to capture the gang ringleader. Der hat sich ja, glaube ich, in den Wald abgesetzt. Genau, der ist irgendwie, wo wir die überfallen haben, hat er sich irgendwie durch eine Fluchttunnel irgendwo abgesetzt und sneakt da jetzt irgendwo rum. Und Berthold will sie jetzt ausräuchern. Und die dieselbe Strategie benutzen wie das letzte Mal. Und wir wollen seine Brücke abfangen. Mal gucken, ob es klappt. Wir sollen den Leader nicht töten. Ja, komm. Dann folgen wir mal Berthold. Nein, wo willst du denn hin? Boah, Alter, du bist aber ganz schön schnell, ey. So, wo willst du lang? Ach, der folgt uns jetzt, oder was? Ne, Moment. Da runter ist er, glaube ich, gerade geritten. Hä? Wo läuft der denn hin? Moment. Moment. Bleibt aber stehen. Herrgott. Will der mich verarschen jetzt, oder was? Ach so. Ja, wir müssen erstmal... mussten wir ihn erstmal ansprechen. So, jetzt aber mal ganz zügig hinterher. Der wird jetzt wahrscheinlich da oben zu diesem alten verfallenen Castle wieder gehen. Oder auch nicht. Bist du Tobi? Nein, wer bist du denn? Ne, kenn ich nicht. Wuss? Warum greift er mich denn jetzt an? Hab doch gar nichts getan. Komm, leg den um. Dann machen wir kurz einen Prozess, Alter, der Bogenschütze haut aber ordentlich rein. Ach, ich freue mich schon drauf, wenn hier endlich mal Sounds im Kampf sind. Dann wird das richtig episch. Aber ich glaube, da können wir noch lange warten. Aber ich hoffe nicht, dass wir noch so lange warten müssen. Naja. Der geht mir gleich drauf. Das sollte eigentlich nicht passieren. Deswegen hau den schnell mal um. Mal gucken, ob du das schaffst. Ja, sehr gut.
Und der Bogenschütze sollte nur noch Makulatur sein. Zweimal draufgehauen, dann ist er hinüber. Komm, mosch ihn um. Ach komm. Das bisschen. Das hättest du jetzt aber auch noch machen können. So, Problem gelöst. Ach, das ist der böse Bub. Zeon. Ah nee, das ist Abel, Zeons Sohn, der Vater vom Merchant vom Quellburg. Ja gut, den nehmen wir mit und dann können wir entscheiden, ne? Da oben haben wir den jetzt drin. So, ich mach mal kurz speichern. Und jetzt mach ich mal einen Cut, denn ich habe Hunger. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!